Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Verzinsung, wo wir uns anschauen werden, wie wir aus unserer Grundgleichung zur Zinsrechnung die Laufzeiten ausrechnen können, wenn wir die anderen Größen in der Gleichung schon kennen. Als Beispiel schauen wir uns dafür diese Musteraufgabe an. Die Frage ist, wie lange müssen 1000 Geldeinheiten zu 5% Zinseszinsen angelegt bleiben, damit das Endkapital 1500 Geldeinheiten beträgt? Das heißt, wir schreiben uns mal alles hin, was wir schon kennen. Wir wissen also, der Anfangswert oder Barwert ist 1000. Der Endwert soll bitte schön 1500 sein. Der Zinssatz, hier auch als Zinseszinsen beschrieben, ist 5%. Das betont einfach nur noch einmal, dass wir hier diese übliche zusammengesetzte Verzinsung haben. Und der Aufzinsungsfaktor ist dann dementsprechend 1 plus 0,05 gleich 1,05. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was muss die Laufzeit sein, damit wir eben dieses Wachstum um den Faktor anderthalb hinbekommen? Schreiben wir uns das also nochmal in unserer Grundgleichung hin. Endwert ist Anfangswert mal Aufzinsungsfaktor hoch t. Und das heißt also hier, wenn wir alles einsetzen, wir haben 1500 ist gleich 1000 mal 1,5 hoch t. Dann können wir es noch ein bisschen vereinfachen, indem wir durch 1000 dividieren. Also wir haben den Faktor insgesamt von anderthalb, den wir rausbekommen wollen. Und hier habe ich noch eine 0 übersehen und haben also 1,05 hoch t natürlich, die wir da haben wollen. Wir müssen also diese Exponentialgleichung auflösen. Da erinnern wir uns nochmal zurück in das Kapitel 1, wie das ging. Solche Gleichungen kann man auflösen, indem man auf beiden Seiten logarithmiert. Machen wir das hier also einmal. Nehmen wir den Logarithmus von 1,5 und wenn wir hier rechts den Logarithmus nehmen, ziehen wir dadurch das t sozusagen nach vorne. Wir haben dann also den Logarithmus von 1,5 ist gleich t mal der Logarithmus von 1,05. Und dann müssen wir also nur noch durchdividieren. Das ist also der Logarithmus von 1,5 dividiert durch den Logarithmus von 1,05 und das ist unser t. Und das müssen wir jetzt nur in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen. Ich klicke das also hier auf den Folien auch nochmal durch. Das ist genau die Gleichung, zu der wir gekommen sind. Und wenn wir es einsetzen, kommen wir da auf einen Wert von 8,31 und so weiter. Das heißt, die Interpretation ist hier, die erforderliche Laufzeit beträgt zumindest 8,31 Jahre. Je nach Lehrbuch, je nach Kurs wird an dieser Stelle dann manchmal aufgerundet, weil wenn wir zumindest ein Endkapital von 1500 Geldeinheiten haben wollen und eine jährliche Verzinsung haben, dann müssen wir also das 9. Jahr noch abwarten, damit wir diese Schwelle von 1500 auch überspringen. Wir werden das für uns hier in diesem Kurs nicht weitermachen, weil es häufig als rechnerische Größe auch interessant ist, so eine Verzinsung über einen Anteil von Jahren zu haben. Das kann ich nämlich zum Teil dann umrechnen auf eine unterjährige Verzinsung oder auf eine kontinuierliche Verzinsung. Damit werden wir uns in nachfolgenden Videos noch extra beschäftigen. Aber das ist der Grund, warum ich hier jetzt nicht explizit die Rundung diskutiere. Falls Sie nachfolgend noch einen Finanzmathematikkurs belegen, werden Sie das dort noch explizit behandeln. Gut. Dann schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel zur Laufzeit an und haben hier eine etwas seltsame Aufgabe, die ich aber besonders mag. Warum, erkläre ich gleich. Lesen wir uns die erstmal durch, worum es da gehen soll. Cicero setzte als Statthalter in Kilikien im Jahr 51 vor Christus den Zinssatz wieder auf die gesetzliche Höhe von 12% herab. Dadurch sollte Brutus, der kurz vorher von der Stadt Salamis auf Zypern 48% Zinseszinsen verlangt hatte, statt der geforderten 344 Talente nur 149 erhalten. Und die beiden Fragen, die wir beantworten sollen, ist, wie hoch war die Schuld und seit wann war sie ausgeliehen? Bevor wir uns diesen finanzmathematischen Aspekten widmen, noch kurz ein paar geschichtliche Aspekte. Also einige
kennen vielleicht den Namen Cicero oder der Name Brutus ist vielleicht auch schon mal vorgekommen. Brutus gehörte also zu den Mördern von Julius Caesar. Dieser berühmte Ausspruch, auch du Brutus, das ist also genau der, um den es hier geht. War also ein römischer Politiker und Teil der Oberschicht und der hatte einer Stadt auf Zypern, der Stadt Salamis, einen Kredit gegeben. Und sein Plan war, dass er als Rückzahlung 344 Talente haben wollte. Talente war die Einheit, also die Euros, die damals auf Zypern verwendet wurden. Und das wollte er eben erreichen, indem er einen Zinssatz von jährlich sage und schreibe 48% haben wollte. Das sind also Zahlen, die wirklich historisch so belegt sind. Hier in der Aufgabe natürlich ein klein bisschen zusammengestellt, dass es gut in einen Mathekurs passt, aber der Kern der Daten ist eben wirklich historisch belegt. Also der Brutus hatte dann also wirklich Wucherzinsen, die er verlangt hat und der Cicero eben auch einer, den die einen oder anderen vielleicht aus dem Geschichtsbuch kennen, war zu der Zeit Statthalter in Kilikien, Teil von Kleinasien, Großteil der heutigen Türkei, wozu eben auch Zypern gehörte. Und der hat dann durchgesetzt, war also sozusagen das staatliche Kontrollorgan hier und hat gesagt, nein, da darf die Privatwirtschaft, der Herr Brutus, darf nicht 48% verlangen, sondern nur 12%. Ja, also wenn man meint, gierige Finanzhaie oder Hedgefonds, die dann heute immer in der Presse sind, wären eine Erfindung der Neuzeit. Nee, ist nicht so. Hatten wir auch schon vor über 2000 Jahren genau das Gleiche. Also ein entfesselter Finanzmarkt, wenn man den nicht staatlich reguliert, was dann also der Cicero versucht hat zu tun und auf 12% Zinsen, was ja immer noch saftig ist, diesen Zinssatz heruntersetzen wollte. Und für den Brutus wäre das dann natürlich nicht so super gewesen oder war es nicht so super, weil er keine Rückzahlung von 344 Geldeinheiten, sondern von nur 149 Geldeinheiten bekommen hat. Naja, und wenn man jetzt ins Geschichtsbuch schaut, dann könnte man da natürlich auch nachschauen, um welchen Zeitraum es geht und welcher Betrag dort verliehen wurde. Und das ist jetzt was, was wir also hier nicht dazu geschrieben haben. Stellen wir uns also vor, wir hätten in historischen Dokumenten diese Informationen belegt und würden gerne herausfinden, wie viel hat der Brutus denn der Stadt Salamis da ausgeliehen und um welchen Zeitraum ging es da. Und noch eine letzte geschichtliche Nebenbemerkung. Auch für die Stadt Salamis war das gar nicht lustig, weil die das Geld nicht hatten und die Stadtregierung dann sozusagen in den Hungerstreik getreten ist und so weiter. Also prekäre Verhältnisse damals. Aber jetzt lassen wir also die geschichtlichen Aspekte beiseite und schauen uns wirklich an, wie wir damit mathematisch rechnen können. Wir schreiben uns also einmal alles auf, was wir wissen. Und die n-Wert-Formel ist wieder unser wesentliches Hilfsmittel, was wir hier einsetzen. Also ursprünglich hatte der Brutus folgenden Plan. Er gibt der Stadt Salamis irgendein Kapital. Das wissen wir nicht, das wollen wir ausrechnen. Und das wird dann mit einem Zinssatz von 48% verzinst. Aufzinsungsfaktor ist also 1,48 und das Ganze läuft über T-Jahre. Und das K0 und das T kennen wir nicht. Das ist genau die Frage, wie hoch war die Schuld und wie lange war sie ausgeliehen. Aber wir wissen, der Endwert sollte 344 sein. Das sollte das sein, was der Brutus an Kapital zurückbekommt. Und nach der Intervention durch Cicero sah der Plan dann aber anders aus. Da war der Aufzinsungsfaktor nur noch 1,12, nämlich 12% Zinsen. Aber das gleiche Kapital, die gleiche Laufzeit natürlich noch, die wir immer noch beide nicht kennen. Und dann kommt der Wert nur noch von 149 heraus. Und
Dieses Gleichungssystem, wir haben zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, K0 und T, das wollen wir nun auflösen. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie ich das machen kann. Und eine einfache Möglichkeit ist zu sagen, wir dividieren die erste Gleichung durch die zweite. Wir ziehen also hier einen Bruchstrich und hier einen Bruchstrich. Also wenn hier die linke und rechte Seite gleich sind und hier gleich sind, ist auch ihr Verhältnis gleich. Also sofern beide ungleich 0 sind, was hier der Fall ist. Und dann können wir nämlich hier das K0 kürzen und dieses Verhältnis von 1,48 hoch t dividiert durch 1,12 hoch t kann ich auch zusammenziehen als den Quotienten von 1,48 und 1,12 hoch t. Schreiben wir uns das also hier nochmal hin. Das können wir kürzen. 344 durch 149 können wir durchdividieren, das ist ungefähr ein Faktor von 2,3. Und dann klammern wir sozusagen das hoch t aus und haben dann hier einen Gesamtfaktor von etwa 1,32 hoch t soll gleich 2,3 und so weiter sein. Wichtig, wenn man das Ganze am Taschenrechner nachrechnen möchte, nicht zu früh runden, weil durch dieses exponentielle Wachstum sind auch die Nachkommastellen häufig sehr relevant, weil die sich eben potenzieren, weil das exponentiell anwächst. Okay, und dann haben wir jetzt also hier wieder so eine Exponentialgleichung, die wir auflösen müssen, indem wir auf beiden Seiten logarithmieren. Und das können wir also machen, indem wir hier den dekadischen Logarithmus anwenden und durchdividieren und kommen dann auf eine Laufzeit von etwa 3 Jahren. Nebenbemerkung noch, das hatte ich vorher vergessen zu sagen, welchen Logarithmus ich hier verwende, ist vollkommen wurscht. Hier habe ich jetzt den dekadischen Logarithmus hergenommen, ich hätte auch den natürlichen Logarithmus hernehmen können. Wichtig ist nur, dass im Zähler und Nenner, also auf beiden Seiten dieser Gleichung, derselbe Logarithmus verwendet wird, dass man da also nicht zwischendrin wechselt, aber ansonsten ist es wurscht. So, das heißt, bis hierher haben wir dann herausgefunden, es sind ungefähr 3 Jahre, die da herauskommen. Und dann können wir jetzt in entweder die obere oder untere Gleichung einsetzen mit einem Wert von 3 und können 344 durch 1,48 hoch 3 dividieren oder 149 durch 1,12 hoch 3. Was ich mache, ist wurscht, kommt in beiden Fällen K0 heraus. Und das ist dann gerundet ungefähr 106. Das heißt, wenn wir ein solches Geschichtsfragment gehabt hätten und nicht gewusst hätten, was ist denn die Summe, die ausgeliehen wurde und wie lang war die ausgeliehen, hätten wir mit Hilfe unserer Grundgleichung aus der Zinsrechnung herausfinden können, der hat 106 Talente der Stadt Salamis geliehen und das Ganze ist über 3 Jahre verzinst worden. Und ursprünglich wollte er nach 3 Jahren für diese 106 Geldeinheiten 344 zurückhaben und nach der Intervention hat er dann aber nur 149 zurückbekommen.